Ich bin nicht in der jubelnden Menge am Heldenplatz gestanden, damals im 93er Jahr. Das Lichtermeer gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vor genau 20 Jahren war die größte Demonstration in Österreichs jüngerer Geschichte und der Beginn von SOS Mitmensch. Heute kamen einige der Protagonisten von damals und auch zwei Flüchtlingsvertreter aus der Wiener Votivkirche zusammen. Volkstheaterdirektor Michael Schottenberg gewährt ihnen sozusagen Asyl. Ich finde es eine Schande, dass wir diese Votivkirchen notwendig haben. Ja? Das ist eine Schande. Eigentlich hätten die Österreicher auf die Straßen gehen müssen und sagen, wir wollen solche Zustände nicht bei uns. Das unterstützen auch Künstler wie die Rounder Girls, Katharina Stemberger und Cornelius Obonja. Doch den größten Applaus gab es diesmal für einen Kriminalbeamten, Uwe Seiler, der mit dem diesjährigen Ute-Bock-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet wurde. Ich möchte also ein gutes Wort für die Polizei verlieren, weil die immer so angefeindet wird. Es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr gute Polizisten. Natürlich wird es welche dort geben, so die Debatte mit den Ausländern und was da. Okay, ja. Aber es gibt sehr viele, die nicht so denken. Angst blendet, Zivilcourage macht stark. Das war das Motto der Matinee, bei der Zorn, Enttäuschung, Wut und Empörung die Feierlaune empfindlich trübten. Ich bin schon wirklich ein Krüppel, alte Schachtel, aber die Wut hält mich aufrecht. Liebe Gott, soll mir noch ein paar Jahre schenken und den Achsen möchte ich einen anderen haben, kann man nichts machen.